Untertitel benutzen. Okay. Gut. Ich finde das aber gut mit dem System hier. Vor dem Update nämlich konntest du die ganze Zeit nur einen einzigen Titel benutzen. Also dann hast du ja immer aussuchen müssen. Und so kannst du jetzt 4 Titel reinpacken. Und dann einfach immer nur upgraden, beziehungsweise kannst du viel, viel besser anpassen, was für einen Titel du haben willst. Finde ich richtig knorke, da haben sie sich was richtig Gutes überlegt dabei. So. Jetzt mal gucken, dass wir ein bisschen im Eilschritter runterkommen nach Varanas. Und dann, wie gesagt, in der nächsten Aufnahme räumen wir da schön gemütlich auf. Und dann haben wir erstmal einen langen Ritt Richtung Aslantal vor uns. Oder mal gucken, vielleicht kriegen wir auch eine Gruppe für die Abbey zusammen. Da können wir die Abbey ein bisschen durchflitzen hier. Können wir da noch eine ganze Stange an Quests, eine sprichwörtliche Stange an Quests rausschmeißen. Dann kommen wir doch ein ganzes Stückchen hier vorwärts, ne? Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut klappt hier. Gut, man muss dazu sagen, wir haben uns die Engelsflügel hier gepinnt bis unters Dach. Wobei wir die auch noch plussen können. Dann können wir noch Drop-Rate erhöhen, Erfahrungsrate, TP-Rate. Lässt sich alles noch machen hier. Aber gut, das da hole ich jetzt nicht extra Diamanten oder Zeug für. Das machen wir, wenn wir es haben. Und wenn nicht, dann nicht. So. So, Varanas. Ist halt immer ein bisschen eine Latscherei hier, bis du da durch bist. Wie gesagt, das ist ein bisschen nervtötend. Die ganze Quest-Latscherei hier. Aber naja, gut. Ich bin ein bisschen am Ausschau halten, ob wir irgendwo unterwegs noch Cyanid finden. Eventuell, wenn wir die 20 noch zusammenkriegen, dann könnten wir direkt noch die Quest rausschmeißen. Dann hätten wir nochmal eine Reputationsmarke. Da ich ja, wie gesagt, nicht weiß, ob bei der Offline-Zeit die Reputation auch weiter runterläuft. Fände ich ein bisschen doof. Aber naja, gut, okay. Wenn es so ist, dann ist es so. Aber wir können sie ja immer wiederholen durch die Quest. Und da das ja schwarze Bretter sind, können wir die Quest ja immer wieder machen. Okay. Aber gut, wir machen ja auch bald die Farmenfolgen, von daher. Das passt dann schon. So. Zack. Gehen wir mal zur Klassenhalle. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir hin müssen. Gehen wir mal zur Klassenhalle. Vielleicht sind wir da auch schon richtig. Mal überraschen lassen. Ja. So. So. Nee, Quatsch. Karte wollte ich. Ja, natürlich genau falsch. Auge der Weisheit müssen wir. Okay. Gut, wie gesagt, ich wusste nicht, wo wir hin müssen. Von daher. So. Dann haue ich jetzt noch hier die Quests raus. Sind jetzt 2 Stück gerade. Dann gehe ich noch an den Briefkasten, räume das Inventar schnell auf. Und dann machen wir definitiv Finish hier. So, was nehmen wir? Die Ohrringe natürlich. Zack. Fist Gordon beschützen. Hüter Beschwörungsstein. Holy Gordon. Wo ist denn der? Da oben. Okay. Das passt. Und der Stadt West können wir direkt Sachen ins in die Haustruhe schmeißen. Kipos, Theresa, Unterstadt West. Oder? Ja. Warum sehe ich die nicht? Ach, weil die genau bei den Rissen da steht, ja. Da gibt es ja die Raids hier. Okay, so, Unterstadt West. Dann haben wir die 2 Quests noch raus, können wir noch ein bisschen aufräumen. Aber da muss ich jetzt endlich mal einen Schluss machen hier. Kommst du wieder nicht weg. So, kommt auch auf. So. Ist das noch ein altes Set? Da haben wir 2 Teile. Weisheit, Mana. Silberquell-Set, okay. Naja. So. Zacki. So, ne? Was? Nach oben? Geht nach oben und geht Fist Gordon, das ist dort versteckt in der Hütte. Oben, wo ist oben? Wo nach oben? Hier gibt's keinen nach oben. Ach, da können wir auch noch rein.
Tatsache. Schreinerwerkzeuge, oh, guck mal. So, da ist er. Zacki. Huch, geht denn hier ab? Na super. Hey, da hat er noch eine Quest für mich. Haben sie ihn umgesetzt? Na super. Ach, da ist er wieder. So. Schwert der Legende. Marisus vom Auge der Weisheit. Nee, das machen wir jetzt nicht mehr, sonst. Ich will jetzt noch hier schnell Inventar aufrollen. Ich muss das Ganze auch noch zum Rendern reinpacken hier, dass das durchlaufen kann. Noch Uploads reinschmeißen, dass die laufen können. Sonst kommen wir ja gar nicht mehr weg. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Was für ein Set habe ich jetzt gerade? Silberquells Hoff. Nee. Ruhm von Loga habe ich. Hüterjacke aus Silberquell. So, zack. Jetzt habe ich das Set gar nicht mehr. Genau, das haben wir ja an den Priester weitergegeben, ne? Genau. Jetzt hat er zwei Setteile. Genau, so, jetzt sind wir richtig. Okay. So, wieder auf unser Set zurück hier. So. Okay, jetzt brauchen wir einen Briefkasten. Machen wir jetzt rein. Ah, die gibt es in unserem Auktionshaus, die Briefkästen. Hey. So, okay. So. Dann Stadtplatz. Dann haben wir mal noch schnell das in den Briefkasten. Da ist ja noch ein reisender Alchemist. Bei dem können wir das Zeug noch schnell loswerden. Dann passt die Sache. So. Kann man mal direkt anfangen hier. So, weg damit. Weg damit. So, Quest-Items alles hier. So. Schmeißen wir weg, wie immer. Ich weiß nicht, was damit anfangen soll. Ach guck mal, schon fürs neue Set. Okay. Also die aufheben. So. Unhaltskette. Wir brauchen ja Int. So. Jetzt gucken, was hat der? Halskette. Drei Ausdauer. Würde sich nichts nehmen. Okay. 17 maximales Mana. Nö, brauchen wir nicht. 6 Intelligenz. Nee, bringt uns auch nichts. So. Okay, dann räumen wir am Brett auf. Mal alles reparieren noch hier. So. Das kann alles weg. So. Die Schuhe heben wir auf. So, das kann weg. Ich muss ja erstmal sortieren, hier ist gar kein Platz drin. Bäh. So, das wird aufgehoben. Das fliegt alles weg. So, das ist wieder zum Rüberschicken. Karte benutzen wir direkt hier, zack. Haben wir 8 Karten schon mal. So, die Schuhe will ich ja aufheben, ne? Gib uns Geheimplan, so. Ich muss jetzt mal kurz umsortieren hier. Die Schuhe bleiben nämlich hier. So, und das ist alles zum Verhökern. So, das geht. Nein, so. Das geht rüber. Das geht rüber. Ich hab keinen Platz hier. Und das Scheiße. So, das kann alles weg. Genau. So, das bleibt ja bei uns. Das kommt rüber. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Eine ganze Tasche voll Sachen zum Wegschmeißen. So, das kommt rüber. Steine. Ja, ich schick's halt mal mit rüber vielleicht. Können wir irgendwann so irgendwo nochmal brauchen, um ihren Titel zu krabbeln. So, die heben wir auf, das fliegt weg, so. Machen wir erstmal ein bisschen Geld hier. Naja, mega viel Geld ist ja nicht, aber wir haben immerhin schon wieder 100.000 zusammen. Ich werde dann gucken, dass ich immer wieder so ein bisschen was auf den Twink rüber schiebe. Da sammelt sich ja dann auch alles an. Nur muss ich halt gucken, dass ich immer wieder mal kurz auf den Twink einlogge und die Post raushole. Beziehungsweise, dass ich halt immer wieder auch meine Aufnahme mache, innerhalb von 30 Tagen. Da sonst die Sachen hier verloren gehen.
Weil nach 30 Tagen wird die Post ja automatisch gelöscht. So, das kommt alles rüber. So. So viel ist das ja gar nicht. 12 Sachen. Ich dachte, das wäre mehr. Naja. So. Okay. Was wollte ich noch? Ja, genau. Sensei Twink. Einlagern. So. Gold senden. 75.000. Schicken. Zack. So. Okay. Dann haben wir wieder ein bisschen Kohle drüben. Hier haben wir jetzt aufgeräumt sogar komplett. Sehr gut. So, dann porte ich jetzt gerade noch zurück ins Haus. Und dann mache ich jetzt eine Aufnahmepause. Ich habe jetzt auch schon, glaube ich, 3 Stunden heute aufgenommen wieder. Aber das ist das, wenn dich mal Alpha gepackt hat hier und jetzt auch mit dem neuen Equip, was wir haben. Ich könnte jetzt noch stundenlang aufnehmen, aber wie gesagt, ich muss leider weg. Aber das geht nicht allzu lange. Also da können wir auch bald wieder aufnehmen. Und dann werde ich einfach, ich bin am überlegen, ob ich dann 2 Folgen pro Tag raushaue, dann, da ich jetzt doch ein bisschen fleißig im Aufnehmen war hier. Müssen wir mal gucken. So. Jetzt mache ich aber gerade noch eins. Dann vergesse ich das nicht. So. Zurück zur Charakterauswahl. Ich logge jetzt gerade schnell auf den Twink ein und hole die ganze Post aus dem Briefkasten und das Geld und alles. Dann verrutscht da nichts. Sollte es halt auch heute Abend. So, da sind wir wieder zurück nach einem kurzen formschönen Absturz von Runes of Magic. Komischerweise passiert das nur, wenn ich das Spiel beende oder Charakter wechseln will. Weiß auch nicht warum. Ich habe hier schon stundenlang in-game gezockt, aber da ist noch wieder was passiert. Aber naja, gut. So, ist immer noch dieselbe Aufnahme, jetzt gerade 1 Minute später. Ich will ja, wie gesagt, gerade noch die Sachen aus dem Briefkasten holen, damit da nichts verrutscht. Da ich, wie gesagt, nicht weiß, ob vielleicht heute Abend was dazwischen kommt oder so, keine Ahnung. So, 30? Da wesentlich mehr verschickt hier. Kann gar nicht sein. Alles entnehmen, so. Zacki, 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 zacki. Da unten sieht man schon die Warteschleife der Items. So. Jetzt nimmt er noch weiter. Es waren aber mehr wie 30 Nachrichten. Da wesentlich mehr geschickt. Da kann er nur 30 anzeigen. Da mit dem ganzen Geld und allem, wo ist denn das alles? Ah, das sieht doch schon mal anders aus hier. Ich dachte doch eben, ja. Alter, das wäre es jetzt gewesen, wenn das jetzt weg gewesen wäre hier. 4,3 Mio Knete, alles weg. So. Genau, da ist die letzte Mail. Okay, dann passt das. Das Inventar ist auch fast voll hier. So. Wunderbar. So, was ist denn, haben wir jetzt hier 4,3 Mio auf Lager. 125 Gildenrunden haben wir schon. So, das will ich aber gerade noch schnell machen. Die Minute habe ich noch. Die kann ich noch schnell mitnehmen. Ich will gerade mal schnell gucken, was die Teile wert sind hier. Bei 3 Sachen wollte ich jetzt mal was gucken. So. Das Zeug war ja nichts wert, das wissen wir ja. Da, das wollte ich gucken. Was die bringen. 50.001. Na, da lohnt sich aber zu farmen hier. Bloß ein für 20.000 raus, hast du trotzdem eine Mio. Okay, das lohnt sich. Auf jeden Fall. Mal gucken, ja. Preisentwicklung, so. Okay. Ja, gut. So, Gildenruhen wollte ich noch gucken. Die werden wahrscheinlich zu absoluten Dumpingpreisen verschleudern. Ja, da, hier siehst du. Komm, die verkaufen ja tausenderweise die Gildenruhen. Dabei verstehe ich das gar nicht, warum die das nicht für die Gilde benutzen. Oh. Na gut, da sagst du mal 400 für eine. Hast du einen tausender Stack trotzdem 4 Millionen. Kannst du nicht schmotzen, ne?
4 Millionen sage ich, 400.000, nicht 4 Millionen, 400.000, ja. Ja, gut, das. Aber das lohnt sich auf jeden Fall. Aber die Smaragde, die sind 20.000 für eins. Machst du gut Geld mit, ja. Das ist nicht verkehrt. Die werden sie, glaube ich, nicht verkaufen, ne? Oh, doch, tatsächlich. Ja, gut, aber zu absoluten Popelpreisen hier, das lohnt sich gar nicht. So, jetzt wollte ich noch was gucken. Hier, die Quest-Items, Dailies. Ja, ein Tausender das Stück. Da kann man also auch mal farmen gehen, aber gar nichts. Ja, im Schnitt 350, okay. Und die Steinplatten. Nur 700, das lohnt sich. Da kann man mal farmen gehen. Okay. Die Runen. Hui. Tausende das Stück. Nicht verkehrt, ja. Selbst billigste 700. Ja, gut, okay. Da kann man mal in Ruhe durchgucken. Wir haben jetzt alles aus dem Briefkasten raus. Mal reingucken zur Sicherheit, dass da nichts verrutscht. So. Ne, definitiv nichts drin. Alles klar, okay. Gut, dann war's das für diese Aufnahme. Wir haben jetzt einiges zusammengekloppt, Equip ein bisschen rumgeschraubt, pipapo. Einige Boss-Quests endlich mal erledigt. Die heulenden Berge haben jetzt bis auf die eine Questreihe, die wir erst auf Level 50 kriegen, komplett fertig. Von daher kommen wir da doch ganz gut vorwärts im Moment, ne? So, die packen wir. Huch. So, so, zack. Erledigt. So. Gut, dann war's das für diese Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Werde mal noch überlegen, ob ich jeden Tag zwei Folgen jetzt raushaue oder doch nur eine. Muss man mal gucken. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Schaut euch nicht so viel Müll an und wir sehen uns beim nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Tschüssi!